Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 151, lieber Defner, und wir starten heute Defner und Chapitz 2.0. Ja. Die Hoodies sind da, sind blau und sind bedruckt mit Defner und Chapitz. Nicht mit unseren Köpfen, sondern nur mit Bulle und Bär, aber es ist wirklich das Ding. Kollege ist total aus dem Häuschen. Ja, ist denn schon Weihnachten, würde Franz Beckenbauer sagen. So ist es. Also so hat er ja gerade, er hat sich wirklich sehr, sehr gefreut, als er von unserem Kollegen aus dem Marketing die zwei Hoodies hier präsentiert bekommen hat. Ja. Wir werden ja noch Bilder davon machen, damit jeder auch mal sehen kann, was es für ein tolles Blau ist. Ja, ob sie überhaupt unsere Kragenweite sind. Ja, auf jeden Fall ist es wunderbar und du weißt ja, was gerade für... Ja, was für ein Influencer-Marketing und was da gerade an Werten rumgemacht. Du hast ja Kim Kardashian, diese Unterwäschemarke Skims mit 145 Millionen Umsatz. Ich möchte aber nicht, dass du jetzt auch noch Unterhosen rausbringst, nein, die du dann wieder so bei Instagram. Ja, nein, aber was man sieht, zehnfacher Umsatz wird das Ding bewertet. 1,5 Milliarden wert ist das. Jetzt kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Hoodies wir von Defner & Chapitz hier irgendwann mal verkaufen müssten, damit wir auch Millionäre werden. Ja. Ist das nicht großartig? Oder Capital Bra verkauft Eistee, gemischtes Hack verkauft Einkaufstrollis. Jeder verkauft dir irgendeinen Kram. Und jetzt machen das Defner und Chapitz auch. Ja. Also die ersten Hoodies werden wir verlosen. 5 Stück oder 3 Stück? Wie viel waren es? 3, glaube ich, ne? 3. Ja, wir wollen jetzt nicht zu großzügig werden. Genau, 3 werden verlost und dann könnt ihr euch die einfach in irgendeinem Shop dann da bestellen. Das wird mir dann sagen. Und dann kann jeder mit seinem persönlichen Defner und Chapitz Hoodie rumlaufen und ich habe es ja jetzt geschafft, 5000 Instagram-Follower. Jetzt wird das. Kollege Chapitz hebt ab, ja? Jetzt, ja. Aber er verdient ja, wir verdienen ja gar nicht extra dran. Nee, also das muss man jetzt mal nicht auch sagen. Nicht, dass alle denken hier, wir werden jetzt wirklich hier reich. Nein, es ist natürlich, es geht alles. Wir geben alles unserem Arbeitgeber. So sind wir einfach. Ja? Alles für den Arbeitgeber, ja. Und ich habe meiner Frau gestern schon erzählt, wenn ich so viele Follower bei Instagram wie bei Twitter hätte es 165.000, dann hätten wir jeden Tag einen neuen Kühlschrank zum Testen zu Hause. Und sonst sagt sie, und was hätten wir da anders? Wir hätten auch nur Sachen. Also insofern. Würdest du auch nur einen Kühlschrank. Und die Frau ist mit mir zufrieden, so wie ich bin mit meinen 5.000 Followern. Ist es nicht Wahnsinn. Toll? Ja, genau. Da kannst du jetzt auch mal zufrieden sein. Sagen, ich habe es geschafft. 5.000 Follower bei Instagram und 155.000 bei Twitter? 165.000. Bei Twitter. Aber ich habe gehört, du bist mir bei Twitter quasi zur Seite geeilt und hast mich verteidigt, was normalerweise gar nicht deine Rolle ist. Ja, doch. Es gab einen Investor, Philipp Klöckner, kennen wir wahrscheinlich vom Doppelgänger-Podcast. Ist wirklich interessant zu hören. Man muss sehr lange hören, weil es sehr lange geht und auch sehr ausführlich die Argumente gewogen werden und nicht immer zur besten Unterhaltung. Aber es ist wirklich ein spannender Podcast. Und der kam dann und schrieb mir, der Defner empfiehlt Ehang, likely fraud, controversial at best, nennt Farfetch das Zalando von China, kann EQ nicht aussprechen. Ich weiß gar nicht, was ist EQ? Was war denn das? Das hat er das Kürzel nur geschickt. Jetzt weiß ich, was IQ ist. Jetzt gucke ich immer. IQ oder IQ. IQ oder was? Ja, das war dieses IQ, dieses Ding, dieses Netflix von China. Das Netflix von China. Das stimmt, Netflix von das habe ich in der Tat falsch ausgesprochen. Ja? Kannst du es nochmal auskommen? Nee, ich habe es jetzt nicht da. Das ist also, und prahlt mit CFD-Sockerei. Ist das Aktienbildung und Research? Schuldensöhne, alle geschrieben. Also, und dann habe ich ihm gesagt... Hast du gesagt, dass wir überhaupt keine Empfehlungen geben hier? So ist es. Ich habe ihm gesagt, auf den Defner lasse ich ja nichts kommen. Und wenn einer den Defner beschimpft, bin ich das und nicht er. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite... Um die Rollen da mal klarzustellen. Ne? Genau. Also sonst wirst du ja arbeitslos. Ne? Ja, also so ist meine hier. Dann habe ich noch gesagt, dass es jetzt um gutes Anlegen geht, dass die Hörer dich lieben, habe ich auch noch geschrieben, und dass du immer wieder großartige Ideen hier hast. Und dass wir immer nur Ideen haben und wir nichts empfehlen. Und wenn doch etwas zu optimistisch ist, habe ich eben noch geschrieben, dann hat er mich als Korrektiv. Genau. Okay. Und die Märkte natürlich, ne? Die einen immer wieder auf den Boden zurück. Genau. Also ich meine, gerade viele dieser meiner Lieblingsaktien, die ich ja auch im Depot habe, also da leite ich ja selber mit. Ist ja nicht so, dass ich da irgendwelche Ideen rausposaune, sondern sind natürlich auch weiter unter Druck, ja. Aber ich bin stark und bin geduldig, ja. Und
E-Hang, kommen wir ja noch später noch dazu, zum Thema ja. Drohnen. Ne? Also, das wird noch einer meiner Bären heute ja. sein. Das muss ich gestehen, was ich da gesehen habe von einem der Promi-Investoren Deutschlands. Er wird ja auch gern so der Retter des Kapitalmarkts oder des Standorts D genannt. Ich bin auch vorbeigejoggt jetzt häufiger, als ich im Rheinland war. Also insofern, das wird heute noch mein Bär sein. Dann haben wir heute noch ein Thema. Wir bleiben mal im Krypto-Universum, wo doch der Bitcoin hier wieder ein neues Allzeithoch gemacht hat. $63.000. Ja. Und Ethereum oder Ether, die Währung, auch wieder auf Rekord. Ja, und das ist natürlich, aber das Schöne ist, wir werden heute nicht wieder über Kryptowährung reden, sondern über den Schaufelhersteller der Kryptowelt. Naja, ich finde, Schaufelhersteller ist nicht der richtige Begriff. Doch, Nein. Ein Schaufelhersteller für die Kryptowelt wäre jemand, der Computer-Equipment herstellt für die Serverfarmen, zum Beispiel Nvidia, die großen Chips, wo du dann wirklich schürfen kannst. Ja. Für die Gold ist ja wie beim Goldschürfen auch die Kryptoschürfer, also diejenigen, die es herstellen. Und ein Marktplatz ist ja kein Schaufelhersteller. Das ist ein Marktplatz, wo du deine Sachen verkaufst. Ja, wenn du kaufen kannst. Oder der macht es möglich, dass du reich oder arm wirst. Ja, genau. Wenn du das nämlich da handelst. Das Schöne die Schaufel ist was anderes als der Marktplatz. Ja, ist es so? Ich habe heute mit meinen Kindern nämlich, die hören ja jeden Morgen, müssen die ja die müssen alles auf Aktien hören. Genau. Und, die müssen das immer hören. Und dann habe ich mich heute gefragt, wisst ihr überhaupt was, weil wir häufiger jetzt über Schaufelhersteller gesprochen haben. Was eine Schaufel ist? Nee, das wissen die schon. Sind die nicht mal im Sandkasten groß geworden? Aber worauf das zurückgeht, da habe ich Ihnen erstmal erklärt, dass es im Goldrausch ist. Und dann meint der Fritz aber so, dann musst du aber irgendwie was von Siebhersteller reden, weil die haben doch mit dem Sieb das gemacht. Dann haben wir noch gestritten, wie man das mit dem Gold gemacht hat. Brauchte man eine Schaufel oder war das Sieb das Wichtigere? Ja, ich meine, kommt drauf an. Die einen haben halt im Bach nach Gold gesucht, da haben sie gesiebt und die anderen haben gebuddelt nach der Goldmine. Ja? Ich glaube, wenn du nach der richtig großen Goldmine gesucht hast, hast du besser die Schaufel genommen. Ne? Okay, gut. Aber trotzdem, wie gesagt, die Schaufel zum Suchen, zum Herstellen meinetwegen, aber nicht, wenn du das Gold dann mal gefunden hast, dann hast du es ja auch irgendwo auf dem Marktplatz oder in die Bank oder wo auch immer hingetragen. Also deswegen, und dann war der Marktplatz. Coinbase ist kein Schaufelhersteller. Okay, da haben wir schon den ersten Disput, bevor es losgeht. Wir haben zwei neue junge Zuhörer auch, ja. Rosa und Sam, meine zwei Nichte und Neffe, die Kinder meines Bruders, die Ältesten. Die Rosa ist, glaube ich, 8 und der Sam, glaube ich, 6. Ja. Boah. Und mein Bruder hört auch immer regelmäßig den Podcast und hat dann so gehört über zu Hause über die Box und wollte es an Ali ausstellen, als die Kinder dazu kamen. Und was? Die Rosa hat gesagt, lass doch laufen, das ist cool. Ja, cool. Cool. Dass wir mal unter cool laufen. Ja, also frühkindliche Bildung. Ja. Auch im Frankenland. Ja, aber soll ich dir sagen, was wir für ein cooles Publikum haben? Wir haben ja mal bei AAA ist ein Alice Publikum wie hier, haben wir ein Interview gehabt mit alle Aktien, mit Michael C. Jakob. Mhm. Und da hat er ja so ein bisschen Werbung gemacht. Wer bei mir anfangen will, der könnte einen Job kriegen. Und er hat 4 richtig geile Bewerbungen bekommen. 4 richtig geile Bewerbungen. Das waren ja Programmierer. Also es war nicht irgendwie so. Ein bisschen Post sortieren so oder sowas, ne? Nee, es war richtig. Und da merkte man, was wir für. Und er meinte auch, dass er hat ja diesen Bezahlservice, alle Aktien. Und er wollte mir nicht genau sagen, wie viele Abos er neu abgeschlossen hat. Aber es war bis Provision zu einer dreistelligen Zahl. Und da muss man sagen, wenn man solche geilen Hörer hat, die wirklich auch so Aktien verrückt sind und so Interesse mitbringen. Also ich will gar nicht wissen, was mit unserem Hoodie passiert. So, wahrscheinlich Axel Springer wird das demnächst auslagern. Ja. Meinst du? Ja, als extra abspalten. Ja. Ja, wir haben viele so digitale Outlets. Das stimmt, das ist eine gute so Ladenzeile und dann gibt es noch daneben den Aber sind Dudes jetzt nicht Hoodie. An die Börse gegangen, meine ich. Ja, aber es ist... Ja. Aufmerksamkeit, ja, das ist wunderbar. Aber wir freuen uns ja. Und wie gesagt, uns ist das Thema wirklich ein großes Anliegen, deswegen machen wir es in allererster Linie. Ja, das war von Anfang an die Idee von Defner und Schäpitz. Mhm. Und die Idee war schon, dass wir einfach zum eigenen Nachdenken und das nochmal an den Kollegen, der uns hier oder mich hier auf Twitter beschimpft, ja, vielleicht muss er auch mal ein bisschen auch die ganze Chronologie sich anhören. Wir haben ja auch wirklich angefangen bei den Wurzeln und in unserer Folge 85 einfach wirklich eindringlich nochmal
und wir können sie auch nicht jedes Mal das ABC runterbieten und sagen, fangt mit ETF-Sparplänen an, das ist die Basisanlage und die sollte man nicht antasten. Wir sind natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr in diesem spekulativen Bereich, weil auch das Interesse natürlich größer geworden ist an Einzelaktien, an Kryptosachen und so weiter. Aber wir bleiben ja immer grundsätzlich dabei, dass wir sagen, Basisanlage sollte ein ETF-Sparplan sein und den tastet man am besten nicht an und den hat man am besten in einem Extra-Depot, dass man da auch gar nicht in Versuchung kommt und dann kann man sich ein bisschen an riskantere Assets auch mit Spielgeld ranwagen. Aber das sind dann wirklich immer nur Ideen. Also man kann es gar nicht deutlich genug sagen und wir wollen hier keinen zum Zocken verleiten, sondern zum selber Nachdenken. Und ich finde, wenn man über solche Geschäftsmodelle dann nachdenkt und auch mal selber ausprobiert, auch mit einem kleinen Geld, kann man unheimlich viel lernen und man lernt einfach dann in der Praxis mehr als im Schulbuch oder im Unibuch. Und das ist unsere Mission eigentlich. Apropos Unibuch, es fängt das Semester wieder an. Und dieses Semester darfst du auch wieder lehren? Ja, lehre ich wieder, genau. Oh, virtuell auch oder? Virtuell wieder. Es wird wieder ein virtuelles Semester und es geht über Wissenstransfer. Und möglicherweise unser alter Aufnahmeleiter, der jetzt zurück an die Uni gegangen ist, der Philipp, möglicherweise ist er mit dabei. Das wäre super. Also ich fände das wirklich wunderbar. Es geht um Wissenstransfer, um die Frage, wie ich mein Wissen und das Volk bringe. Und das lerne ich da. Und es soll dieses Jahr besonders kluger Jahrgang sein, weil ja wegen Corona viele nicht ins Ausland gegangen sind. Und das so, sind noch klügeren sollen dieser Jahr. Der Brain Drain ist nicht ins Ausland so ist es, geflossen, sondern. Und da bin ich mal gespannt. Ich werde berichten, was da für kluge Menschen wir da haben, die demnächst unsere Rente bezahlen werden. Lieber Dietmann. Ja, auch wichtig. Ne? Dann gab es noch Mail zu unseren Immobiliengeschichte. Da hat einer geschrieben, ich habe ein Zinshaus und da habe ich mitgekriegt, dass ihr gar nicht so richtig darüber diskutieren wollt. Er hat aber nicht weitergeschrieben, was er jetzt an unserer Diskussion doof fand, aber er meinte zumindest, die wäre sehr oberflächlich gewesen, unsere Immobiliendiskussion. Ja, das ist halt immer, also gerade Immobilien ist natürlich ein Thema, da kann man wahrscheinlich 10 Stunden lang einen Dauerpodcast machen, bis man da alle speziellen Faktoren, ich meine, es gibt ja dann wieder für jedes Interesse, für Eigenbedarf und für Vermietungsobjekte spezielle Ausrichtungen und so weiter. Also das ist, glaube ich, letztendlich bleiben wir irgendwo immer an der Oberfläche. Das gibt es ja immer wieder. Der richtige Experte, der bei uns reinhört zu einem Thema, der ist wahrscheinlich dann immer irgendwie enttäuscht. Aber bei uns hat und bei Instagram hat mir auch einer geschrieben, dass er schon 10, glaube ich, oder Immobilien hat und ständig zukauft und sagt, das ist durchaus noch möglich. Also er hat dir widersprochen. Okay. Ist durchaus noch möglich, auch jetzt noch auf dem Markt rentable Objekte zu finden. Ich weiß nicht, ob es 10 waren oder sogar noch mehr. Also der Sommerfeld hat mir ein Bild geschickt, da war so ein Haus in Buchholz in Berlin, das ist so, weiß ich nicht, das würde ich schon Peripherie nennen, 137 Quadratmeter, Erdgeschoss war Neubau, kostete 742.000. Also es waren ungefähr, würde ich mal sagen, 6.000 der Quadratmeter. Und das kann sich keine Familie mehr leisten. Vergiss es einfach. Also wenn ich höre, wirklich an der Peripherie von Berlin 742.000 für ein 137 Quadratmeter Erdgeschoss in so einem komischen Haus. Also ehrlich. Und wir hatten noch eine zweite Geschichte, da ging es um Bauflation. Naja, das sind 7.000, bei 1% Zins sind es dann 7.000 Euro Zinsen pro Jahr. Musst du jetzt mal ausrechnen. Und, rechnet es gleich aus. Das ist 7.400 Zinsen dividiert durch 12, das sind dann einfach. Okay, jetzt rechne mal aus, was der Zins zahlen muss. Muss auch tilgen, möglicherweise. Ja, gut, aber Zins ist 600 Euro Zins ungefähr pro Monat. So, und das musst du dann mit der Miete vergleichen, was du zahlst. Und das, was du an Tilgung zahlst, ist ja ein Ansparplan in dein Vermögen. Ja, das ist so, das kannst du nicht als Ausgabe in dem Sinn rechnen. Ja, aber hast du auch mal ausgerechnet, was du mitbringen musst an Eigenkapital? Was kriegst du denn für 600 Euro? Ich habe jetzt bei 100% Finanzierung gerechnet. Ja. Siehst du? Hast du Kaufnebenkosten dazu gemacht, lieber Deppner? Die musst du dann mitbringen, ja? Ja, siehst du. Was musst du mitbringen? Mach mal 12% mitbringen. Ja, mach mal 12% mitbringen, ja. Mach mal, gib mal ein von 742.000. Wie viel musst du mitbringen? Jetzt bist du hier am Rechnen. Komm, einmal, jetzt möchte ich. Wir rechnen einfach dieses Beispiel durch und dann gucken wir. Nein, ich bin jetzt hier nicht so der Schnellrechner. Ja, doch, 742. Das kriegst du hin. 40 mal 0,12. Und was musst du mitbringen? Und? Es sind wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 75.000? Gut, dann würde ich aber jetzt hier mein Internet einfach anwerfen und einfach mal 0,12. Du musst 89.000 mitbringen. So, wenn du 89.000 mitbringen kannst,
dann kannst du dann auch die 600 im Monat dann machen. Aber du musst halt erstmal 89.000 mitbringen und das ist schon extrem viel. Das ist natürlich das Eigenkapital, das sage ich ja schon immer. Ja. Da muss die Politik ran, ja, dass man die Nebenerwerbskosten senkt. Mhm. Das ist der Punkt. Und dann haben wir noch eine zweite Geschichte, vielleicht Bauflation. Und da hat mir ein Kollege geschrieben, der laufende Meter Dachlatte hat noch vor einem Jahr 70 Cent gekostet und kostet jetzt 1,20 Euro. Also auch die Baukosten. Ja. Das ist echt, was das für Inflationsraten sind. Das musst du dir mal überlegen. Also auch da, und also alle Leute, die jetzt abwarten müssen noch oder abwarten wollen und dann aber feststellen, der aber Meter das Dachlatte. Ja, das spricht ja für mich, ja, dass die Preise dann einfach auch nicht sinken werden, weil auch die Herstellungskosten nicht sinken, weil die weiter steigen. Und deswegen, wer glaubt, dass es jetzt hier den großen Einbruch gibt und die Preise irgendwie 20, 30 Prozent einbrechen. Davon habe ich nicht gesprochen. Ich habe nur gesagt, die Anstiege werden nicht stärker als die Inflation sein. Wir brauchen das Thema jetzt nicht nochmal diskutieren. Ja. Ich bleibe dabei, dass diese Welle noch anhält, dieser Trend anhält und dass man, wenn man interessiert ist, da lieber zuschlagen sollte. Und wie gesagt, also die Finanzierungskosten sind nach wie vor historisch niedrig und 600 Euro Zins im Monat, ja, musst du einfach gleich vergleichen, was kriegst du für 600 Euro Miete. Das musst du mal dagegen stellen, finde ich. Gut. Und gut, wenn man nicht tilgt, dann geht es. Nein, du brauchst ja nicht tilgen. Aber die Tilgung fließt in deine eigene Tasche. Ja? Während du, was du sonst an Miete nochmal drauf zahlst, du wirst garantiert kein Haus mieten können für 600 Euro, sondern für das Doppelte. Dann kannst du immer noch, natürlich sollte man nicht nur 1% tilgen und 2% tilgen. Natürlich, aber dann mehr, kannst du ja mehr dann tilgen. Weißt du ja, was es dann ist heißt. Ja, ist ja keine dann Frage. Dann hast du 1.800, die du im Monat zahlen musst. Und dann wird es schon schwierig, wenn du jetzt auf diese Rolle, da musst du 1.800, es muss erstmal 89.000 mitbringen und 1.800 Euro nur für die Immobilie dann zahlen. Würde ich sagen. Naja, aber das eine ist aber, fließt in deine Tasche. So. Und das ist kein. Unabhängig, ob es fließt, aber die Frage ist so, ob du es hast. Ja. Du musst es ja haben. Das ist das Problem. Gut, aber wir haben die Diskussion haben wir geführt und wir werden es wahrscheinlich nicht lösen können. Und der Kollege, der uns geschrieben hat, das wäre sehr oberflächlich gewesen, wird auch nicht glücklich werden. Aber vielleicht all die anderen haben vielleicht ein paar Denkanstöße bekommen, wie man Immobilien finanziert oder ob man das macht, ob man sich leisten kann oder was auch immer. Ja, so. Dann, ich hätte jetzt aktuell nichts mehr, außer vielleicht die Diskussion zwischen Katie Wood und Elon Musk. Hast du die gesehen? Da hat ja Elon Musk gefragt, hey Katie, sind die Aktien in Amerika nicht so teuer, weil auch der Buffett-Indikator Alarm schlägt? Das ist ja immer dieser Indikator, wo die Market Cap aller Aktien im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt wird. Die ist ja in Amerika über 200% gestiegen und Warren Buffett hat ja damals schon gesagt, 100% wäre schon so ein Alarmsignal. Und dann hat Katie zurückgeschrieben, hey Elon, kein Problem. Das sind doch noch Bewertungsmaßstäbe aus dem Industriezeitalter. Wir haben jetzt was Neues. Nennt sich Netzwerkeffekt. Viel cooler. Das musst du nehmen. Alte Bewertungsmuster gehen nicht mehr. Ich dachte mir so, hey, das kenne ich von der New Economy. Da hieß es auch immer so, alte Bewertungsmuster gelten nicht mehr. Muss man überhaupt Gewinn noch machen, frage ich mich dann so. Okay. Aber du siehst, auch andere Menschen bewegt das. Selbst aber Netzwerkeffekt ist immer dein Lieblingswort. Ist auch mein Lieblingswort. Ich gebe zu, Netzwerkeffekt ist schon was Wunderbares. Und das geht ja exponentiell. Das ist ja das Schöne vom Netzwerkeffekt. Metcalfe's Law haben wir auch am Montag bei Alles auf Aktien irgendwie diskutiert. Also wer das jetzt nachhören will, kann das gern tun. Gut, da haben wir auch mal über Bewertung noch gesprochen. Also Dietmar, hast du noch was? Sonst? Nee, ich würde sagen Vorrede beendet. Und Vorrede wir kommen dann beendet. Vorrede. Und wir kommen zu unseren Bullen und Bären, unseren Rubriken, die wir natürlich auch dabei haben. Und dann auch noch zu unserem Thema. Das hast du schön langsam gesagt. Du möchtest hier doch nicht einen anderen Podcast einfach mal, wo wir uns einfach langsam hier reden. Nein, wir sind hier etwas schneller. Aber ich darf anfangen, oder? Ja, du darfst anfangen. Weil du fängst das Thema auch an und deswegen macht es Sinn, wenn du auch mit deinem Bullen oder Bären anfängst. Wir haben ja schon häufiger hier, wir haben ja Superwahljahr dieses Jahr und haben schon häufiger auch mal Wahlprogramme uns angeguckt der Parteien. Und uns kommt es ja immer darauf an, dass unsere Ideen, die wir haben, also wir finden ja Aktienkultur spannend und Leistung muss sich lohnen. Wir haben ja beide einen ähnlichen Leistungsgedanken, dass das sich in irgendeiner Form wiederfindet. Da hatten wir ja letztens das Wahlprogramm der Grünen, haben das ja mal ein bisschen durchgeguckt. Und jetzt kam das Wahlprogramm der FDP am Wochenende raus und das würde ich jetzt zu meinem Bullen der Wochen küren, weil nämlich sowohl was Leistung muss sich lohnen, als auch was Aktienkultur anbetrifft, findet sich in diesem Programm was wieder. Kommen wir erstmal zu Leistung muss sich lohnen, da geht es ja immer darum, wie viel muss man von seinem Erarbeiten an Steuern abgeben. Und wenn man da das Wahlprogramm der Liberalen anguckt, ich glaube es sind 78 Seiten
und es sind 118 Treffer mit dem Wort Steuer. Also man sieht schon, es ist relativ, also auf ungefähr jeder zweiten Seite findet sich zweimal pro Seite findet sich das Wort Steuern wieder, entweder Steuerlasten oder Steuerfreibetrag oder Einkommenssteuertarif. Und wenn man das mal mit anderen Programmen vergleicht, dann ist es bei der SPD wesentlich weniger. Da gibt es nicht mal einmal das Wort Steuer pro Seite. Und bei den Grünen gibt es es auch nicht einmal pro Seite. Einzig bei der Linkspartei, klar, da geht es aber um eine andere Idee von Steuer. Da geht es eher um Vermögenssteuer und Umverteilung des Reichtums und so weiter. Und das ist natürlich eine andere Art von Steuer, wie wir uns das vorstellen. Und warum mir das so gut gefallen hat, Familie Čapec-Loš würde, wenn die FDP mit ihrem Wahlprogramm an die Macht käme, ungefähr um 10.600 Euro Spitzenverdiener. Entlastet. Nein, das ist ja, das schickst du hier mit dem, das hat nichts mit Spitzenverdiener zu tun. Du bist ja heutzutage, wenn du das 1,4-fache des durchschnittlichen Bruttolohns verdienst, bist du schon mit einem Fuß Spitzenverdiener. Ja. Wenn du 1,4-fach des Durchschnittsbruttos hast, wird dieser Euro mit dem Spitzensteuersatz versteuert. Und da muss ich ehrlich sagen, so schnell geht das. Und da sagt die FDP, nee, dieses 1,4-fache, das finden wir doof. Und selbst im Jahr 1965 lag der Wert beim 18-fachen. Also musstest das 18-fache des Durchschnittsbruttoverdienstes verdienen, damit du in diesem höchsten Steuersatz gelandet bist. Das will die FDP jetzt auch nicht. Aber die sagen, ihr könnt erst ab 90.000 Euro greift dieser Spitzensteuersatz. So. Und das ist natürlich wesentlich höher, als es heute der Fall ist. Und wenn man dann halt durchguckt, kommt ungefähr Familie Čapec auf 10.600. Aber selbst wenn man die Frau arbeitet beim Fernsehen, das verdient man gut. Und ich bei der Zeitung, naja, geht so. Und man kann immer mehr verdienen, das wirst du verstehen. Aber selbst wenn man jetzt ein mittleres Einkommen hätte, hätte man bei der FDP, hätte man 5.000 Euro für ein mittleres Einkommen oder wenn man noch ein bisschen weniger verdient, ungefähr so Einstiegsgehälter sind ja zwischen 30.000 und 50.000 heutzutage, hätte man ungefähr 2.500 Euro. Vergünstigung. Und dann sieht man halt, was halt die FDP anders machen will, was heute ist ja dieser berühmte Mittelstandsbauch. Das ist, ab einem bestimmten Einkommen geht der Steuersatz extrem schnell nach oben. Und das will sie halt verlangsamen, diesen Anstieg. Und deswegen würde die Mittelschicht, das sind ja die, die das meiste zum Steuereinkommen beitragen, würden dann wahnsinnig entlastet. Und wenn jetzt die Linken an die Macht kämen, würde Familie Loš-Čapec sogar noch mehr zahlen müssen an Steuern. Also ihr siehst, also das ist das eine. Jetzt natürlich die Frage, wie finanziert man dieses Ding? Wenn die das meiste derzeit zu beitragen, auch weniger zahlen müssten, wird es ungefähr 60 Milliarden Ausfälle geben. Das muss man natürlich auch sagen. Da sagt die FDP, gut, ein Teil wird durch Wachstum. Man kennt ja immer diese Argumentation, dann wenn die Leute mehr arbeiten, ich wüsste nicht, wie ich noch mehr arbeiten sollte. Also bei mir wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber vielleicht wird es bei anderen funktionieren, dass es dann einfach einen größeren Kuchen gibt. Und wenn man dann weniger vom größeren Kuchen nimmt, ist der Ausfall nicht 60 Milliarden, sondern vielleicht nur 30 Milliarden. Und vielleicht wird sich das irgendwann auch ein bisschen selbst finanzieren. Aber meistens ist es so, dass es sich nicht selbst finanziert. Das hat ja Reaganomics, war ja immer so ein klassischer Fall, wo Reagan die Steuersätze runtergenommen hat und gesagt, das finanziert sich selbst. Die Laffer-Kurve kennt man vielleicht noch aus dem Studium, wo man sah, wenn die Steuersätze ein bestimmtes Niveau haben, dann wird sogar weniger Steuern eingenommen. Das alles hat sich ja in der Realität leider nie so bewahrheitet, aber trotzdem finde ich halt, dann müsste der Staat sich halt mit weniger bescheiden. Und wenn wir sehen, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, seit 2007 haben sich die Steuereinnahmen ja fast verdoppelt. Und ich meine, da kann man auch mal wieder einen kleinen Rückschritt von nehmen. Und da finde ich selbst die 60 Milliarden nicht so schlimm. Das Zweite, warum das Wahlprogramm der FDP bei mir den Bullen bekommt, ist das Wort Aktie. Das kommt nämlich im Programm neunmal vor. Cool. Neunmal das Programm Aktie. Und das Spannendste daran ist sicherlich die gesetzliche Aktienrente. Da geht es ja darum, die erste Säule ist ja derzeit so ein Umlageverfahren, wo wir alle einzahlen und damit mit dem Geld, was da eingenommen wird, dann direkt die ältere Generation finanziert wird. Und die wollen halt dieses Umlageverfahren so ein bisschen durch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge ergänzen. Und dann soll zwar immer noch der größte Teil der Rentenzahlung in dieses Umlageverfahren fließen, aber 2% des Bruttoeinkommens könnten dann diese kapitalgedeckte Altersvorsorge fließen. Und das soll dann in so einen Fonds als gesetzliche Aktienrente in so einem unabhängig
gemanagten Aktienfonds passieren? Wie, ob, das ist natürlich immer schwierig, was heißt unabhängig, und wenn es dann doch mal Verluste in diesem Aktienfonds gibt, was ja zwangsläufig ist, wenn man Aktien anlegt, da hat man auch mal ein Minusjahr, und wenn es schlecht läuft, auch mal zwei Minusjahre, aber zumindest die Idee finde ich gut. Und das Gleiche, was Sie auch noch machen bei der betrieblichen Altersvorsorge, da soll es auch so sein, dass man A, diese Doppelverbeitragung, dass man Krankenkassenkosten erst zahlt schon und dann mit dem Einkommen, was man gemacht hat, selbst wenn man spart, Krankenkassenkosten macht, und wenn man dann das sich wieder auszahlen lässt, die betriebliche Altersvorsorge, muss man darauf nochmal Krankenkassenbeiträge zahlen. Das wollen sie halt abschaffen und wollen auch insgesamt schaffen, dass bei der betrieblichen Altersvorsorge mehr Aktiensachen möglich sind. Und das Zweite, was wir immer gesagt haben, da geht es wirklich darum, um Lebensversicherer, Pensionskassen und Versorgungswerke, da soll die Regulierung so geändert werden, dass die halt mehr Geld anlegen können in Aktien oder in Startups oder in Wagniskapital oder Infrastrukturprojekte. Es ist ja oftmals so, dass sie von der Regulatorik gar nicht das machen dürfen, selbst wenn sie es wollten. Und da will die FDP auch was machen. Und deswegen sage ich, das alles zusammen, Leistung muss sich lohnen plus diese Aktienelemente, würde ich sagen, mein Bulle der Woche, das FDP-Wahlprogramm. Mehr als verdient, muss ich sagen. Ja, also gerade auch dieser letzte Bereich, der wäre wirklich längst überfällig. Also da finde ich, würde ich gleich nochmal einen dazugeben. Ja? Ein paar Hörner nochmal zusätzlich drauf zählen. Kannst unbedingt, wenn der Defner auch einen Bullen gibt, dann sind es zwei Bullen. Ja, also, obwohl, ich habe ja noch einen zurückgegeben. Aber naja, ja. finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten habe ich mich noch nicht jetzt mit dem Wahlprogramm näher beschäftigt. Ist ja noch ein bisschen hin bis zur Bundestagswahl. Das stimmt. Ich bin ja immer noch nachhaltig enttäuscht vom letzten Kreuz für die FDP bei der letzten Bundestagswahl, wo sie ja nicht sich der Verantwortung stellen wollte für Jamaika. Aber gut, vielleicht muss man ja dann mal drüber hinwegkommen bis zur nächsten Wahl. Ich habe einmal FDP, glaube ich, oder zweimal schon gewählt, und dann gab es diese Hoteliersteuer. Ich werde es nie vergessen. Das war dieses Westerwelle-Programm, 17%, was er da an den Schuhsohlen hatte. Und ich war einer, der damit gestimmt hatte. Und dann kam es, diese Hoteliersteuer und diese Steuervereinfachung mit diesen drei Sätzen, 35% Steuersatz, kam nie, und ich fühlte mich gleich am zweiten Tag um meine Stimme betrogen. Man fühlt sich immer wieder mal dann enttäuscht von der FDP, wenn man sie dann wählt. Ja. Es gibt aber auch so ein paar Kuriositäten in diesem Programm, zum Beispiel Gigabit-Gutscheine. Dann bekommst du einen Gigabit-Gutschein und kannst dir dann irgendwie bei irgendeinem Internetanbieter, kannst du da 5 € einlösen, damit du dann einen Gigabit-Anschluss dir holst. Ja, ich schätze mal, Digitalisierung und, haben sie sich aber grundsätzlich schon auch das ist auch ganz groß. Ja, es gibt auch noch wiederum Bildung und sonst wie, aber ich habe jetzt nur die Sachen so rausgesucht. Bildung und Digitalisierung, wo wir ganz hinten sind. Der Altmaier hat jetzt wieder bei der Hannover Messe gesagt, ja, wir müssen jetzt endlich Gas geben bei der Digitalisierung. Notfalls lässt er. Ist weiß auch nicht. Und dann hat er gesagt, ja, notfalls, weil ja Estland und weil die nordischen Länder in Europa ja weit vorne sind, ja. Notfalls lässt er das beste Team aus Estland dann einfliegen. Ja, her damit. Morgen am besten. Hat er gesagt? Ja. Okay. Am besten gleich mal. Ich verstehe es einfach wirklich immer nicht. Das ist in den Schulen einfach nicht. Das kannst du ja immer wieder bestätigen. Aber auch diese Gesundheitsämter, die immer noch faxen, die immer noch diese Software, die da ist, nicht nutzen zur Corona-Registrierung und. Also das ist wirklich, als es ist. Aber wenigstens kommt das Impfen voran wegen des Hausarzt-Effekts. Das ist doch wunderschön. Ja. Also ein bisschen was geht wenigstens, auch wenn. Ein bisschen was geht voran. Ja. Aber Digitalisierung ist wirklich, da hakt es überall noch. Und da muss wirklich eine ganz, ganz große Welle her. Und ich hoffe, dass das wirklich der Wake-up-Call ist, diese Krise, dass man das dann wirklich groß anpackt. Ja. Das Digitalministerium fordert die FDP. Ja. Ein Ministerium für digitale Transformation. Ja, ich glaube, das brauchst du wirklich, dass du es wirklich koordinierst. Ich meine, der Minister alleine macht es natürlich auch nicht, aber haben wir auch als Zeichen, dass das wirklich ein wichtiges Projekt ist, ein Mammutprojekt, das man angreifen muss und das man auch ressortübergreifend und nicht wieder jeder sein eigenes Süppchen kocht und jedes Bundesland. Und ab 16 haben die auch. Wusstest du das? Und du sollst begleitetes Fahren auch ab 16 machen. Mehr Mobilität für die junge Generation. Ist das nicht schön? Sehr gut. Also man soll sich auf jeden Fall die 76 Seiten mal runterladen. Sehr schön, spannend sehr zu lesen. Ja, dann machen wir weiter mit der Politik. Dafür habe ich einen Bären der Woche zu vergeben. Und das ist dann für die AfD, die ja auch am Wochenende über ihr Wahlprogramm auf einem Parteitag sogar diskutiert hat und da allerhand beschlossen hat. Und da haben sich im Großen und Ganzen ja die Hardliner dann nochmal durchgesetzt, die Fraktion auch um Höcke und so weiter in vielen Punkten. Ich will jetzt da auch nicht alle Punkte herausgreifen, sondern vor allem dann einen Punkt auch speziell die wirtschaftsspezifischen Dinge.
Dinge. Aber sie haben ja zum Beispiel dann auch so eine Art Corona-Resolution beschlossen, wo sie sich natürlich den Corona-Leugnern sehr, sehr annähern. Ja, sie lassen ja kein populistisches Thema aus. Und genauso in Sachen Migration, da haben sich auch die Hardliner durchgesetzt, ein Einwanderungsgesetz, das die Einwanderung eben sehr stark einschränken soll, sogar die von Fachkräften. Der sogenannte Fachkräftemangel sei ein konstruiertes Narrativ der Industrie- und Wirtschaftsverbände sowie anderer Lobbyvereine. Sagt, ist ein konstruiertes Narrativ, sagt sehr schön. Die AfD, ja. Okay. So ja, kann man seine eigenen Narrative schaffen. Ja. Und was mir eben besonders und was ja auch so einer der Hauptpunkte war, aufgestoßen ist, sie wollen jetzt also wirklich den Dexit, ja, also den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und den Abschied von der D-Mark. Und, wie Abschied von der D-Mark? Von Euro meinst du? Vom Euro und die Rückkehr zu D-Mark, ja. Natürlich vom Euro. Gut aufgepasst, ja. Oh. Sie sagen, dass sie den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig halten. Und übrigens gegen den ausdrücklichen Willen von Parteichef Meuthen, der ja im Europäischen Parlament sitzt, der hat sich dagegen ausgesprochen. Aber nein, sie wollen das durchziehen, den Dexit. Da haben ja viele dann drüber diskutiert, auch bei Twitter am Wochenende. FDP-Vize Graf Lambsdorff schreibt, das wäre das Ende der EU und des Binnenmarkts, unseres wichtigsten Exportmarktes. Und das muss man sich einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Trotz allen Populismus gegen die EU, von dem jetzt natürlich dann auch die AfD wieder profitieren möchte, sicherlich. Ja. Und das ist ja im Prinzip ihr Gründungsmythos. Sie sind ja als Euro-Gegner in der Euro-Krise groß geworden. Damals mit Parteichef Bernd Lucke. Und der knüpft dann quasi auch an diese Euro-Skeptizismus. Der klagt ja gerade vor dem Bundesverfassungsgericht mit anderen gegen den 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds und kann damit ja momentan sogar die Verabschiedung verzögern, was ja auch für Probleme in Europa sorgt. Denn das Verfassungsgericht hat jetzt erstmal einen vorläufigen Stopp erlassen bis zur Entscheidung über diese Verfassungsbeschwerde. Bis dahin darf eben der Steinmeier das Gesetz nicht unterschreiben zur Ratifizierung. Und das verzögert eben diesen Fonds. Und das sorgt natürlich in Europa für Probleme. Aber das nur, um das in den Kontext zu setzen. Und ansonsten muss man einfach sagen, dass Deutschland der große Profiteur ist als Exportnation von diesem EU-Binnenmarkt. Eine Bertelsmann-Studie, die hat mal festgestellt, dass allein in den 10 Jahren von 1992 bis 2012 um 37 Milliarden Euro beziehungsweise 450 Euro pro Bundesbürger mehr Bruttoinlandsprodukt durch diesen EU-Binnenmarkt erwirtschaftet worden ist, zum Beispiel. Das sind natürlich ein bisschen ältere Zahlen, aber letztendlich wir sind große Gewinner davon. Wir sind auch Gewinner davon, wenn wir zum Beispiel über diesen EU-Wiederaufbaufonds auch schwächeren Ländern helfen, weil letztendlich dann die wieder ihre Waren in Deutschland einkaufen und dass unsere Exportindustrie einfach nutzt. Die EU insgesamt ist einfach der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Waren insgesamt. Und deswegen kommt vieles, was wir dort investieren, natürlich kostet das alles auch viel Geld, aber kommt wieder zurück und wir profitieren davon. Und die was Idee, verschenkt sozusagen. Das ist gut. Ich finde auch so Exporte verschenken. Wir geben Geld aus, damit die das dann wieder kaufen können. Das ist wie verschenken. Nein, so ist es nicht. So ist es ein Geschäftsmodell. Das kommt ja ein Vielfaches zurück. Ja. Doch. Nein, es ist. Also ich bin da ja so ein bisschen anderer. Ja, also ich finde ja, man kann nicht einfach eine EU erlauben, Schulden zu machen, wo es einfach nicht erlaubt ist. Das Haushaltsrecht ist bei den Nationalstaaten. Wenn man es will, dass die EU Schulden machen darf, was jetzt auf einmal passiert, dann muss man das rechtlich einwandfrei machen. Und dann möchte ich aber auch, bitteschön, mit darüber bestimmen können, wenn Italien Schulden macht oder wer auch immer Schulden macht. Dieses Schuldenmachen durch die Hintertür der EU, einfach so eine Ermächtigung zu geben, wir fangen mal an mit 750 Milliarden und dann gucken wir mal, wie dann das weiter mit dem Schuldenmachen geht.
Ich bin immer für Solidarität, aber Solidarität darf keine Einbahnstraße sein. Ja, Solidarität bei dir hört die Solidarität an der Staatsgrenze auf. Also nein, ich meine, überhaupt das ist nicht. Immer dieses, ja, überhaupt nein. Nicht, aber es wenn kann wir nicht einen, sein. Wenn wir einen Binnenmarkt ja. wollen, dann brauchen wir auch natürlich sowas wie eine Art, einen gewissen Finanzausgleich brauchen wir, weil sonst funktioniert das nicht, die Idee von einem einheitlichen Binnenmarkt. Was, so ist es nicht gegründet worden? Dann mach es bitte legal. Dann muss die Verfassung in Deutschland geändert werden und dann ist es okay, wenn da die Leute zustimmen. Aber nicht einfach so, ach, wir haben das mal in so einem Handstreich gemacht. Es ist so nicht vorgesehen worden. Es ist kein Finanzausgleich vorgesehen worden. Und du weißt selbst, wie es, selbst der Finanzausgleich mit Ostdeutschland hat ja immer für böses Blut gesorgt. Die Ossis waren unzufrieden, weil sie sagten, der Wessi hat mir nicht genug gegeben. Und der Wessi sagte, muss ich denn wieder den Ossi hier bezahlen? Das hat auch nicht glücklich gemacht. Also ich finde, da muss man, also dazu sagen, das ist einfach so, machen wir einfach mal so, weil einfach da bin ich nicht dafür. Also da muss ich, gut, aber da haben wir schon häufiger drüber gestritten. Wir haben schon häufig diese, wenn wir in Europa haben wollen, was gerne solidarisch ist, dann finde ich das okay, nur dann müssen wir klare Gesetze haben, wir müssen es klar gemacht haben und nicht irgendwie jeder darf so ein bisschen rumfuddeln, dann darf die EZB auch noch ein bisschen fuddeln und wir fuddeln alle und am Ende sind wir alle hoch verschuldet, sind aber nicht wettbewerbsfähig. Was ich nämlich will, ist ein wettbewerbsfähiges Europa. Das, was wir irgendwann mal in den Lissabon-Verträgen geschrieben haben. Ja, wir wollen zum wettbewerbsfähigsten Kontinent der Welt werden. Davon sind wir so weit entfernt. Und wie wir Europa jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren, hat nicht dazu geführt, dass wir der wettbewerbsfähigste Kontinent der Welt sind. Und jetzt weiterzumachen und das dann unter Solidarität zu verpacken und zu sagen, wenn wir das nicht machen, dann kommen wir mit der Krieg und Frieden. Wir machen jetzt ein großes Konjunkturprogramm. Das nervt mich. Nein, ich meine, verglichen mit den USA ein winziges Konjunkturprogramm. Ja? Ich meine, die USA packen Billionen rein in zwei verschiedene Konjunkturpakete. Ja? Und wir sprechen hier gerade mal von 750 Milliarden. Und selbst da gibt es dann wieder die Widerstände, die übrigens auch im Prinzip ist es ja auch demokratisch beschlossen worden, muss von allen Staaten ratifiziert werden, von wegen, es geht durch die Hintertür. Das ist du musst nicht die Verfassung ändern, wenn die EU Schulden machen darf. Es ist nicht festgelegt in der deutschen Verfassung. Und deswegen kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, da müssen wir mal gucken, ob das nicht mit deutschem Verfassungsrecht vereint ist. Und man kann es ja gerne ändern. Da habe ich ja nichts dagegen. Nur musst du es dann ändern. Und dann musst du sagen, okay, dann musst du aber auch mitentscheiden dürfen über den Haushalt in Italien. Wenn die einfach Schulden machen dürfen auf unsere Rechnung, dann möchte ich bitte da auch was mitsagen dürfen. Oder kann es nicht sein, dass die das einfach machen, wir zahlen und sagen, naja, die sollen ja von uns auch mal wieder ein Auto kaufen. Das ist super, großartig, Dietmar. Nee. Gut, jetzt habe ich mich schon noch aufgeregt, jetzt muss ich meine Tablette nehmen. Ja. Ich könnte zum nächsten könnte ich mich auch schon wieder aufregen über meinen Bär. Ja, ich bin soweit durch, also du kannst gleich weitermachen. Wenn du gerade, nimm doch die Rage auf. Ich würde die Rage jetzt gleich weiter. Diese Energie, ja, also, und diese Energie nehme ich. Und geht zum nächsten Promi-Investor Frank Thelkring und mein Bär der Woche. Und wir hatten ja schon über Lilium hier häufiger gesprochen. Und da gab es ja jetzt dieses berühmte Pitch-Deck. Und zwar, wenn du ja, du machst einen Spec, hast du ja, und der Spec will dann irgendwann was kaufen. Und dann gibt es so ein Pitch-Deck und dann müssen ja die Spec-Initiatoren, also der, der es aufgelegt hat, und die wichtigsten Kerninvestoren, also du, Dietmar, der du das gekauft hast, Quell, darfst leider nicht mitstimmen, aber die wichtigsten Investoren von Quell, die jetzt zustimmen müssen, dass Lilium gekauft wird, die kriegen dann so ein Pitch-Deck vorgesetzt. Das sind im Fall von Lilium sind das 53 Seiten gewesen. Und dieses Pitch-Deck hat lauter bunte Bilder von irgendwie, da fliegt was. Da gibt es natürlich die berühmte Autobahn, die vollgestopft mit Autos ist. Und dann fliegt jemand ganz lässig drüber und alles ist toll. Man muss wissen, die haben noch nicht ein so ein Ding gebaut. Das muss man wissen, frühestens 2024. Sie haben auch noch keine Regulierung durch. Das, wenn man genauer anguckt, sieht man es auch. Man sieht auf jeden Fall viele Bilder, wo Leute drin sitzen mit 13 Leuten, mit 17 Leuten. Oh, man sitzt drin, spielt am Handy und lässt sich so locker irgendwo hinfliegen. Und dann gibt es diese wunderbare Seite, da gibt es Financial Profile. Und da steht dann drin für 2026 708 Millionen Gewinn. Also EBITDA, also operativer Gewinn. So. Und da ging es dann los. Da gab es dann einen Investor, Christoph Gerber. Das ist der Gründer von Lieferando. Der hat sich dieses Pitch-Deck auch angeguckt und hat dann bei LinkedIn dem Frank Thelen eine Wette angeboten. Hat geschrieben, hey Frank, hör mal zu, du kriegst 100.000 Euro, wenn Lilium im Jahr 2026 einen Gewinn von 50 Millionen macht. Also nicht 700 Millionen, wie in dem Pitch-Deck drinsteht, sondern es ging einfach nur um 50 Millionen. Also 708 steht genau drin. Und dann hat Frank Thelen ihm geantwortet, ja, Christoph, gerne. Ich bin von dem Erfolg wirklich überzeugt. Das Produkt wird nach meinen persönlichen Einschätzungen, wie kommuniziert, funktionieren. Ich würde es nur nicht am Gewinn festmachen. Wir können uns zum Beispiel auf gelieferte Flugzeuge oder Passagiere festlegen.
Und dann schreibt Christoph Gerber so, naja, wenn man 700 Millionen Profit an Kleinanleger rausgeht, dann sollte man doch mit 50 schon irgendwie zufrieden sein. Und dann ging es hin und her und dann sagt er zum Schluss, Frank Thelen, wir haben es hier rauskopiert, nach Rücksprache darf ich aktuell keine Vereinbarung dieser Art treffen. Ich schreibe auch hier persönlich und nicht als Lilium-Vertreter. Ich empfehle hiermit auch keinen Kauf der Aktie. Und dann schreibt er weiter an Christoph Gerber. Und jetzt wird es langsam ein bisschen unangenehm. Schade, ich weiß nicht, was dich antreibt. Aber Pioniergeist scheint es nicht zu sein. Ja, viele wollen auch gerne abends mal eine Pizza geliefert bekommen. Darauf spielt er an, dass er Lieferando gegründet hat, der gute Gerber. Aber uns fehlt echter Pioniergeist, um die großen Probleme der Welt zu lösen. Deswegen investieren wir mit Freigeist in Gründer, die mutig Probleme lösen. Klammer auf, und nicht in komische, freakige Pizzaliefermodelle. Und danach hat er den Christoph Gerber auch noch bei LinkedIn gesperrt. Ja? Also man muss wirklich sagen, wer so unsouverän umgeht und wer so die Anleger offensichtlich, ich will sie haben verarscht, aber wer sie noch nicht mal bei 700 Millionen auf 50 Millionen festlegen will, also da muss ich wirklich sagen, wer so wenig Souveränität mitbringt und dann irgendwie versucht und dann jemanden auch noch blockiert bei LinkedIn, dann muss ich sagen, das ist für mich völlig unsouverän und der ist auch sonst immer souverän, ist ja der große König von den Finanzierern und dann hat er diese Sendung gehabt bei Vox und weiß der Teufel was. Aber da muss man auch wirklich so souverän sein und sagen, ja, mache ich mit. Und 2026, mein Gott, das hätte man auch irgendwie, die 100.000 hätte, weiß ich, vielleicht hat er auch die 100.000, keine Ahnung. Aber das fand ich wirklich sehr unsouverän und deswegen sage ich, mein Bär der Woche, Frank Thelen und man muss ja einfach so wirklich sagen, dann solche Prognosen auch für so ein Unternehmen zu machen, wo du so viele Unwägbarkeiten hast, ist einfach sowieso unseriös eigentlich, ja. Ja. Natürlich kannst du einen Businessplan schreiben und sagen, wir wollen das irgendwie erreichen. Aber um das zu erreichen, müsstest du die ganze Flotte, die sich herstellen, ja, 24 Stunden am Tag nur fliegen, nur in der Luft haben. Also ich meine, man kennt ja bei Flugzeugen, ein Flugzeug verdient nur, wenn es fliegt, es darf möglichst wenig Standzeiten haben. Aber das ist so gerät, dieses Pitch-Deck, das ist wirklich, das immer in der Luft ist. Und man denkt sich, die Leute müssen noch einsteigen oder aussteigen. Es ist wirklich so unseriös. Und ehrlich, ich bin mir sicher, ob das jetzt durchgeht. Ich weiß nicht, wo steht die Aktie? Ich könnte ja mal gucken. Ich glaube, die steht noch bei 10. Die Quelle steht immer noch um 10. Also die kommt überhaupt nicht vom Fleck. Ich habe ja da ein paar und mir einfach mal spaßeshalber, es ist für mich jetzt kein großes Investment. Das war jetzt einfach nur so eine Idee, da möglicherweise davon zu profitieren, dass Lilium da drauf verschmolzen wird. Was aber ich hätte mir da eigentlich schon mal einen Effekt erwartet, als es dann offiziell wurde, was ja nicht passiert worden ist. Und bin auch bei Lilium ehrlich gesagt nicht so, so begeistert. Ich finde, die sind einfach noch weit hinten dran und da bin ich wirklich eher E-Hang-Fan, auch wenn mir jetzt wieder vorgeworfen wird, dass ich die irgendwie pushen würde, nein, in keinster Weise, aber die sind jetzt massiv zurückgekommen, sind jetzt wieder unter $30 gefallen und waren ja schon mal bei $130 und als ich die Idee vorgestellt habe, Anfang des Jahres bei den 21 Ideen für 21, da waren sie bei $25. Also wir sind jetzt wieder fast auf diesem Einstiegsniveau vom Jahresanfangssendung. Doch 10% im Plus sind die Leute noch. Year-to-date immer noch im Plus. Ja. Also von daher ist da eigentlich, wenn man sich so die Performance plus, wenn man es halt natürlich, ich habe ja auch immer gesagt, als die hier so hoch gestiegen ist, da sollte man auf keinen Fall jetzt damit einsteigen, sondern muss man ja auch immer vorsichtig sein, wann man dann bei Interesse in solche Ideen dann einsteigt. Aber ich finde nach wie vor, auf dem jetzigen Niveau ist es schon eher wieder ein interessantes Niveau, weil die sind jetzt mit 1,6 Milliarden bewertet, mit 1,6 Milliarden Dollar und haben ja schon einfach 10.000 Probeflüge mit und ohne Person absolviert und haben einfach, sind viel, viel weiter und als Lilium jemals, nicht jemals kommen wird, sondern als Lilium aktuell ist, von denen haben wir immer noch nichts, keine wirklichen Testflüge gesehen. Und Lilium wird, glaube ich, mit über 3 Milliarden bewertet. Jetzt 3 Milliarden, genau. 3 Milliarden. Ja. Und dann heißt es aber, wenn wir 700 Millionen Gewinn machen, dann ist es ja eine ganz günstige Bewertung. Ja. Also da ist, glaube ich, dann im Vergleich zu E-Hang wirklich viel günstiger bewertet. Aber es ist natürlich auch genauso ein großes Risiko, weil das ist kein weiß, ob es jemals dann wirklich
fliegende Taxis geben wird, ob sich das durchsetzen wird. Und ich glaube daran. Und aber es ist mit sehr, sehr vielen Risiken behaftet. Und es ist definitiv dann ein Venture, eine Venture-Position und ein Venture-Investment. Ja, und da muss jeder entscheiden, wie viel er da einsetzen will. Ich selber bin dabei und habe auch ein bisschen Quell und habe ein bisschen mehr E-Hang. Aber wie gesagt, bei aller Vorsicht, wir wollen hier überhaupt keinen anstiften und man hat jetzt gesehen, wie schnell diese Dinge auch wieder zurückkommen, die zeitweise mal hochfliegen. Ja, das zu E-Hang, aber die wollen jetzt, haben jetzt auch oder sind gerade dabei, ihre neues Fabrikgelände, gibt es auch schon wieder Videos, die man sich angucken kann, die sie schön mit Drohnen abgefilmt haben, zu eröffnen. Da soll es auch Ende Juni, glaube ich, einen Investorentag geben, wo man dann sicherlich auch ein paar Zweifel, die dieser Shortseller da die Bilder von den leeren Hallen, genau. Ja, da vielleicht möglicherweise aus dem Weg räumen kann. Und es gibt bei E-Hang Ende dieser Woche gibt es Zahlen. Vielleicht gibt es auch wieder ein paar Impulse, ja. Was? Vorsichtig hier. Also je nachdem, in welche Richtung die Impulse dann funktionieren. Das ist ja, so viel zum Drohnenmarkt. Aber ich finde, Flugdrohnen insgesamt ist natürlich, finde ich, eigentlich ein spannenderes und Geschäft und ein größerer Markt als diese ganze Space-Euphorie, die wir jetzt gerade momentan haben, weil das ist noch mehr Zukunftsmusik und noch mehr ein Geschäft für wirklich Eliten. Die paar Leute, die sich dann so einen teuren Ausflug leisten können. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Markt. Und ich meine, Flugdrohnen, es wäre schon ein Riesenmarkt. E-Hang hat zum Beispiel auch, die haben auch im Programm eine Feuerwehrdrohne, ja, die dann einfach Brände löscht. Ja. Das ist so ein super, super Modell. Aber ich bin ja. Drohne, ich weiß nicht, ob du über deiner Stadt so viele Drohnen fliegen lassen willst. Da gibt es dann auch eine Terroristendrohne, wo die dann mit irgendwelchen Bomben in die Stadt reinfliegen, wenn es auch Löschdrohnen gibt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Geschäftsmodell ist. Ja, aber was ich meine, das kannst du ja viel besser digital verfolgen, digital steuern. Aber das kannst durch du auch Kontrollcenter. Hacken. Ich sag, dann sitzen die Leute, 17 Leute drin und dann sage ich, oh, jetzt lass ich die mal dahin fliegen. Also ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich das ist. Genau wie die selbstfahrenden Autos, denen ich in Städten nichts zutraue. Auf dem Dorf können die Drohnen ja gerne fliegen, nur dann werden sie nicht Tag und Nacht fliegen. Da gibt es ein paar Flüge für Menschen, die reich sind und die sich aus der Stadt verabschiedet haben. Aber in den Städten als wirklich großes Verkehrsmittel, ich glaube da noch nicht dran. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was genau. Die Zukunft bringt. Ja. Was die Zukunft, ach, sehr schön. Ja. Wie viele, nein, aber wie viele Hoodies wir dann verkauft haben, bevor die erste Drohne abhängt. Aus, die kommen dann demnächst aus dem 3D-Printer. Ja. Stimmt. Das ist, ja. So. Du hast noch einen Bullen, oder? Ich habe auch noch einen Bullen, genau. Ja, jetzt ich bin ja noch dran erst. Ja. Genau. Bevor ich jetzt hier gleich nochmal mitmache. Bevor du mich so, du klingst heute so ein bisschen in Schnappatmung. Ja. Was auch daran liegt, dass ich lasse mich nicht provozieren vom David Tag. Ja, wir heute schon. Du klingst doch so ein bisschen gedimmt heute, habe ich festgestellt. Ja? Ich bin ja so der Schnappatmungstyp. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen müde. Ja? Ja, irgendwie gesagt, so ein bisschen. Ja. Es ist irgendwie, es muss jetzt mal ein bisschen wieder in Fahrt kommen, Herr Däffner. Komm, ich meine, nicht mal die Europa-Dinge haben wir uns angeschrieben. Das machen wir sonst immer. Ja, die Diskussion ist schon so alt, da kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr aufregen. Also das die Milde, die er heute walten lässt. Altersmilde, ja. Das ist schön. Milde. Ich habe nochmal eine Aktie entdeckt, die auch keine Empfehlung ist. Nur eine Idee, die ich noch niemand selber im Depot habe, die ich jetzt gerade, auf die ich bei der Lektüre gestoßen bin. Ich bin jetzt zweimal drauf gestoßen auf diesen Namen. Zweimal. Und wenn das ein Zeichen ist, ja. Das ist ein Zeichen, ja. Okay, sag mal. In einem Artikel bin ich drauf gestoßen und in einem anderen Fremdpodcast, den ich gehört habe, da wurde sie am Rande erwähnt. Ja, und dann habe ich gedacht, die muss ich mir. Was ist eigentlich für Fremdpodcast? Sag ich jetzt nicht. Gut. Ich kann ja nicht zu viele fremde Empfehlungen geben. Stimmt, die Leute haben nur 24 Stunden, die müssen Devin und Chapitz hören. Und dann, wenn sie noch Zeit haben, dürfen sie noch alles auf Aktien hören. Das dürfen sie auch hören. Und dann ist aber gut. Und dann ist reicht's aber. Ja. Dann bleiben sie schön in unserer Familie. Ja. So, wir können jetzt hier keine Fremdempfehlungen mehr geben. Und außerdem das Gute ist, wir sind nicht mehr fremdgegangen. Ja. Genau, wir würden ja auch Sachen von fremden Podcasts erwähnen. Wir würden alles, das für euch übernehmen. Ist, wir selektieren. Wir selektieren, das, ja? Genau. Was wir selektieren. Das müsst ihr euch nicht anhören, sondern wenn was Gutes dabei ist, dann bekommt ihr das hier. Aber es war da auch wirklich keine Empfehlung. Ich meine, man muss ja auch immer hören, was die Konkurrenz macht. Man will ja auch sich nicht doppeln, weil das ist ja. Ich fürchte, ich weiß, was du wieder gehört hast. Ist das dieses, wo am Anfang die Straßenbahn bimmelt? Bim, 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 bim. Ja, und irgendwas bimmelt, das ist doch eine Börsenglocke, wenn was bimmelt. Ja, aber irgendwie ist es so, in einem Börsenpodcast, was bimmelt. Ist es dieses Money Train?
Nee, den höre ich auch, ja. Den hörst du auch? Ja, den höre ich auch. Gut, dann erzähl. Nein, ich habe ohne Aktien ist schwer gehört, ja. Den Konkurrenzprodukt zu alles. Der ist auch so, der ist auch so atemlos wie ich. Der redet den ganzen Morgen genau, so. Da wird das ganze Tag. So, da wirst du hippelig. Nein, aber da wurde dann ein Russland-Wert empfohlen oder vorgestellt. Die machen ja, glaube ich, auch keine Empfehlungen. Ne? Okay. Yandex? Yandex hatten die da. Ja? Und im Nebensatz wurde dann nochmal ein Konkurrent erwähnt, Ozon Holdings. Ja? Und die wurde da aber nicht vorgestellt. Aber dann habe ich in der Euro am Sonntag noch einen Artikel gelesen, dass der Investor Barron da investiert ist. Und der ist ja ein großer Tesla-Investor. Ja? Also von daher finde ich den schon immer gut, weil der Tesla frühzeitig erkannt hat und auch nach wie vor Fan ist. Und der hat da investiert. Und deswegen habe ich die mir mal ein bisschen näher angeschaut. Also die Ozon Holdings, das ist kannst du als wieder mal eine Amazon von ... diesmal die Amazon von Russland. Von Russland, ja, wenn wir das mal so als Überschrift nehmen wollen, ist eben eine Online-Plattform, Anbieter von eben allen möglichen Artikeln, die man da kaufen kann, Spielzeug, Elektronik, Möbeln, Lebensmittel, Konsumgüter, und sie verkaufen zum einen selbst ihre eigenen Waren, aber sie sind eben auch offen für Drittanbieter, die auf ihrer Plattform dann eben verkaufen können. Sind schon ziemlich lang am Markt, seit 1999 wurden sie gegründet und haben etwa halbe von ihrem Bruttowarenvolumen, 51% werden direkt von ihnen verkauft und 45% sind eben dann Verkäufe von Dritten an Verbraucher, an denen sie natürlich dann auch eine gute Marge verdienen. Und sie sind, obwohl sie schon 20 Jahre existieren, seit 99, sind sie erst im November 2020, letztes Jahr also, an die Börse gegangen, in dem Fall an die Nasdaq. Mhm. Und sind damals gekommen für $30 und da schnell dann auf $40, glaube ich, sogar am ersten Handelstag hochgeschossen. Und aktuell notiert die Aktie bei $60. Das ist also 61,60 jetzt. Ja, oder? Heute steigt sogar, während wir hier reden. Während wir hier reden, aber es ist ja noch nicht mal die Nasdaq offen. Vorbörsische Kurse, ja, kannst du ja sehen. Sagen wir um die $60 jetzt letztendlich. Und das ist jetzt also im Vergleich zu einem Ausgabepreis von $30 noch nicht der Wahnsinns-Hype, ja, den man da sieht. Sie haben eine Marktkapitalisierung von $12 Milliarden. Das ist jetzt auch noch irgendwo in einem erträglichen Maß. Was ist das Interessante an der Story? Es ist wirklich, und das war auch dann in der Yandex-Geschichte bei den Kollegen herausgestellt, der russische Internetmarkt. Die haben also eine sehr hohe Internetpenetration von 83%, haben also über 110, 113 Millionen Internet-User in Russland. Aber die E-Commerce-Penetration, die ist noch sehr gering. Da gibt es Zahlen, dass unter 10% etwa der E-Commerce-Anteil ist in Russland. Und da ist also noch Steigerungsbedarf. Das ist sozusagen die Fantasie, wenn schon viele Leute im Internet sind und die dann möglicherweise auch in Pandemiezeiten jetzt vielleicht auch begonnen haben, das Internet und den Online-Handel zu entdecken und hier mehr Geschäfte dann online abwickeln und auf den Geschmack gekommen sind. Das zeigt sich auch ein bisschen in den ersten Zahlen, die Ozon nach Börsengang veröffentlicht hat. Da haben sie eben ihre Gross-GMV, also ihre Gesamtumsätze hier, den Gesamtwert ihrer Verkäufe gesteigert um 144%. Immerhin. Sie hoffen darauf und rechnen damit, dass sie in diesem Jahr nochmal 90% GMV plus haben werden. Und das sind ja dann doch ganz ordentliche Wachstumsraten. Und sie haben halt einen Vorteil, dass sie auch die Logistik stellen, dass sie da gut aufgestellt sind in Infrastruktur. Eben über die Auslieferung, eigene Boten und dergleichen haben, eigene Paketstationen, also ein großes Logistiknetz und deswegen eben auch für Drittanbieter sich öffnen. Und das ist natürlich auch was, wo man ja auch andere Sachen nochmal aufsetzen kann. Sie wollen jetzt mehr in Richtung Finanzen gehen, haben schon so eine Ozon Card und also eine Kreditkarte und wollen aber auch da weiter expandieren, wollen da jetzt kräftig investieren. Das war jetzt gerade auch ein Artikel in der FT, der davon gesprochen hat, dass sie da groß in Finanzen investieren wollen. Das ist wahrscheinlich schon auch Richtung
Heavy Investment and Move into Finance, hieß es da bei der FT, dass sie das planen. Und ja, kann eine Chance sein, hier in einem ja doch größeren Internetmarkt sich zu etablieren. Yandex auf der anderen Seite ist ein großer Konkurrent. Yandex ist ja so dann eher die Google Russlands, also eine Suchmaschine in erster Linie, ist ja deren Hauptgeschäft. Sie haben aber auch viele andere Randaktivitäten, eben auch E-Commerce-Aktivitäten, aber auch viele Portale, Jobportale und dergleichen, die da auch sehr, sehr naheliegend sind und sind da auch sehr aktiv. Yandex sicherlich auch ein interessantes Investment im Internetbereich in Russland. Also das wären sicherlich zwei interessante Aktien. Ozon war mir persönlich neu, deswegen wollte ich sie jetzt hier auch mal vorstellen. Yandex ist sicherlich mehr Leuten bekannt. Ozon gucke ich mir persönlich mal an und die kommt bei mir definitiv auf die Watchlist. Und ja, wenn ich schon mal wieder ein bisschen Pulver habe, trockenes Pulver. Zuletzt gab es jetzt so viele Schnäppchen, jetzt habe ich alles verschossen irgendwie. Ja. Ist alles Schnäppchen gekauft? Ja, alles gekauft, alles verkauft, was ich. Ich habe mir noch ein bisschen Geld für Coinbase zurechtgelegt. Da kommen wir ja nochmal. Ach, du mit deiner einen Aktie. Ich sag's nochmal, das macht überhaupt keinen Sinn. Fanartikel kauft. Das hat nichts mit Investieren zu tun. Ist man dabei und fühlt sich einfach gut. Ja, super. Das ist wirklich gut. Aber es hat auch nichts mit Investieren zu tun. Ja, also kauft dir lieber einen Hoodie. Ja. Aber warum sind die eigentlich Ozon in Zypern? In Nicosia sitzen die. Steuergründen. Aus Steuergründen. Das ist mir immer sehr sympathisch. Unternehmen, die in Zypern ihren Sitz haben, würde ich sagen, würde ich immer investieren. Ich meine, da würde ich immer sagen, ob die jetzt dann lieber in Zypern als beim Putin in Moskau. Ja? Also okay. kannst jetzt sagen, die zahlen dann wenigstens in die EU-Steuern und nicht im Putin-Reich. Ja? Das ist dann aus moralischen Gründen eigentlich sogar ein Pluspunkt. Okay, dann würde ich sagen, dann würdest du sagen, alles aufkaufen. Da kann es gar nicht anders sein. Nein, alles auf Aktien machen wir sowieso nicht. Ja, und alles auf Kaufen sowieso nicht. Ich guck mal, was jetzt hier, was da die Empfehlungen sich einfach, sind. Man guckt sich 50% der Analysten sagen kaufen. Und das Kursziel ist ungefähr 5% über dem aktuellen Kurs, also wenn man die Durchschnittswerte von den Analysten sieht. Aber was heißt schon Analysten da in dem Sinne? Ja, aber ich meine, die kommen ja dann immer irgendwann hinterher und so dann wird er wieder. Kommen oft nicht so schnell hinterher. Nein. Also ich meine, 12 Milliarden ist jetzt auch kein Schnäppchen. Ja? Mhm. Ja, wenn ich sie jetzt vergleiche mit meiner Jumia, meiner heißgeliebten Amazon für Afrika, die ich natürlich groß in meinem Depot habe, die hat ja eine ganz andere Bewertung, hat aber natürlich noch einen viel schwierigeren Markt, aber möglicherweise auch nochmal ganz andere Aussichten. Und die ist ja aktuell mit Jumia bewertet mit ungefähr... Ich würde sagen 2,5 Milliarden. Das Kürzel kenne ich ja, JMIA, Jumia, und sie ist bewertet mit, live hier, 3,5 Milliarden. 3,5 immerhin. Okay. Als der Defner sie vorgeschlagen hat, war sie noch kein Milliardenunternehmen, was du siehst. Da war sie noch kein Einhorn. Zeitweise. Im letzten Jahr im Corona-Crash bei $2 und ist jetzt natürlich auch wieder von Höhen zurückgekommen. Bei 35. Und war schon bei $70, also ist möglicherweise jetzt auch wieder irgendwo so in dem interessanten Bereich. Aber wir wollen ja nicht immer über die gleichen Aktien nur hier sprechen, bloß wer noch nichts von der gehört hat. Ja? Und auch das ist nur eine Idee und wie gesagt, da bin ich auch selber investiert. Schön. Kommen wir zu unserem Thema. Ja. Jetzt haben wir auch schon, ich glaube, eine Stunde haben wir jetzt schon. Nach einer Stunde kommen wir zum Thema, doch mal Zeit. Es geht um meines Erachtens ja eins der großen Investmentthemen der kommenden Dekade. Der Menschheit, oder? Ja. Nein, aber wirklich ein wirklich spannendes Thema meines Erachtens ist ja diese neue Kryptowelt. Und wenn man jetzt nicht sich für eine Kryptowährung festlegen will und nicht jetzt die eine oder die andere oder sonst wie machen will, dann kann man auch mal so, ich würde sagen, das ist die Expression dieses digitalen Zeitalters, das ist halt Coinbase. Und die gehen am Mittwoch an den Markt mit einem Selbstlisting, also die haben keinen IPO-Preis mit einer Investmentbank, die verdienen ja auch Geld, deswegen müssen sie auch gar kein Geld jetzt da mehr einnehmen, sondern sie sagen halt einfach, hallo, ich bin da, dann wird so ein Preis indikativ festgelegt. Ich muss gestehen, ich habe den Preis noch nicht gefunden. Hast du ihn gefunden?
den Preis, mit dem Coinbase an den Markt gehen will, ich habe ihn nicht gefunden. Ich sehe immer nur Kursziele. Es gibt Kursziel 400. Ja, aber gibt's da einen Preis? Ich meine, ja doch, du gehst immer an den, also wenn das ist, dann gibst, sagst du am Anfang, das war ja auch bei Palantir so oder bei anderen, du gibst so einen indikativen Preis und dann sagst du, ja, wir sind das. Und dann ist der erste Preis wesentlich über diesen Preis. Davon kann man ausgehen. Jetzt gibt's, ich habe Kursziele das gesehen. Einfach nur, ja klar, das ist einfach nur eine Richtschnur. Genau, eine Richtschnur. Du gehst ja einfach an den Markt und überlässt am ersten Handelstag die Preisbildung letztendlich Käufern dem und Markt. Verkäufern. Ja. Und dann dauert es natürlich, die Börsengänge ziehen sich immer, bis es dann wirklich einen ersten Kurs gibt. Der ist dann so 19, ab 19.30 Uhr deutscher Zeit. Also wahrscheinlich am Mittwoch um 19.30 Uhr deutscher Zeit wird es dann einen Kurs geben. Und ich weiß nicht genau, welche... Chapitz hängt wieder die Disco-Kugel auf. Genau, ich mache die Disco-Kugel an und werde dann da stehen und werde mir eine Aktie kaufen. Der Moritz kaufen. Seifert wird diesmal nicht mitmachen. Ne? Nee, der ist nicht so ein großer Krypto-Fan. Ja. Obwohl, ich habe ihn letztens, haben wir zusammen Fußball geguckt, Werder gegen RB Leipzig. Und da hat er wirklich, hat dann, meine Kinder machten sich über ihn lustig und er so, ihr solltet mal den Punktelieferanten netter behandeln. Hat er recht, das war ja Punktelieferant. Aber er guckte so ein bisschen bei Krypto, ich glaube, er denkt schneller um. Und du wirst irgendwann auch noch hier umkippen, das sage ich dir, lieber Dieter. Also er hat mir nochmal gestern eine E-Mail geschickt mit einem Kommentar, wo nochmal davon die Rede war, dass Bitcoin die größte Spekulationsblase aller Zeiten ist. Ah. Und meinte, hier noch ein bisschen Kanonenfutter für dich. Ja, also nur so viel. Hat er? Ja. Hinterm Rücken. Ja, ja. Gut, gut. Hinterm Rücken. Tim Defner, ja. Das ist Supporter. Gut. Okay, also kommen wir trotzdem zu meinem Fall Coinbase. Ich glaube, das ist ja eine Hyper-Growth-Company, so vergleichbar mit, weiß ich nicht, Square oder Alien oder Shopify oder so. Auf jeden Fall ist es ein riesen Ding, was da passiert. Und weil egal welche Kryptowährung sich durchsetzt, auf jeden Fall wird Coinbase profitieren. Weil wenn Kryptowährung gehandelt wird, es sei denn, Kryptowährungen gehen alle irgendwie den Bach runter. Dann natürlich nicht. Und es gibt einen Kryptowinter und die Leute werden nicht mehr handeln. Das kann natürlich passieren. Die Risikobelehrung kommt von mir. Kommt von dann, dir. Ja. Aber ich wollte sagen, wenn Krypto, wie ich das sehe, dann ist das eine Gelddruckmaschine. Und gerade wenn man sich anguckt, die Quartalszahlen, die haben noch rechtzeitig kurz vor dem IPO oder mal Quartalszahlen raus war und die waren wirklich exzellent. Die haben allein im ersten Quartal 13 Millionen neue Kunden gewonnen. Das ist so viel, wie der Online-Broker Robinhood insgesamt an Kunden hat. Und der Umsatz war höher als im gesamten vergangenen Jahr und der Gewinn war auch doppelt so hoch wie der gesamte Gewinn im vergangenen Jahr. Und die Nettomarge beträgt 44%. Wenn man sich das mal mit der deutschen Börse vergleicht, dann sieht man halt, dass sie wesentlich höhere Margen als die deutsche Börse haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie zum einen höhere Gebühren nehmen können. Wenn jemand Bitcoin kauft, dann denkt er, ach Mann, ob ich jetzt 3% bezahle Gebühr oder 2%, ist ja eigentlich egal. Wenn sich das 100% erhöht, dann mache ich trotzdem Geld. Deswegen können die das machen. Und sie sind halt einer der Anbieter, die auch für Einsteiger so eine hübsche App haben, die man leicht bedienen kann und wo man nicht irgendwie groß kompliziert nach irgendwelche Wallets einrichten muss und sonst was. Also das sind sie auch relativ gut und sind halt auch mittlerweile aber auch bei institutionellen Anlegern gut. Wenn man das institutionelle Geld sich anguckt, haben sie auch institutionelles Geld, ungefähr die Hälfte des auf der Plattform angelegten Geldes ist auch institutionelles Geld. Also man sieht halt, sie sind nicht nur bei privaten, sondern bei institutionellen und die Spanne zwischen Kauf und Verkauf beträgt 0,54%. Das ist wie, und das ist das Gelddrucken. Und wenn der Bitcoin immer weiter steigt und du handelst einen Bitcoin, dann geht automatisch bei diesen Spannen, das ist wie, also das kannst du ja ausrechnen. Und wenn Ether steigt, wenn diese ganzen Währungen, das tun sie ja gerade, wir hatten ja am Anfang von gesprochen, Bitcoin über 63.000. Und dann musst du eigentlich nur irgendwie die Schaufel raushalten und dann regnet es da Brei rein. Und das ist einfach wirklich von wegen Schaufelhersteller, nur Schaufelraushalter. Also es ist wirklich exzeptionell, was da passiert. Und natürlich wird es so sein, dass je mehr Konkurrenz da kommt, dann werden vielleicht die Margen ein bisschen zurückgehen. Aber trotzdem ist es eine Gelddruckmaschine unglaubliche Weise. Und deswegen sage ich, man muss bei diesem Ding irgendwie mit dabei sein. Und würde auch sagen, diese Aktie wird ein 100 Milliarden Unternehmen, also ich würde sogar denken, es wird über 100 Milliarden gehen. Und da würde ich auch überhaupt nicht widersprechen. Also das ist, die wird so hochschießen bei dem momentanen Kryptowahn, der herrscht, dass 100 Milliarden bestimmt
am Anfang des Handels sofort überschritten werden. Da würde ich sofort natürlich jede Wette drauf machen. Und dann ist sind ja die Einstiegskurse, die möglich sind dann für Investoren. Da muss man sich wirklich fragen, will man für 100 Milliarden oder mehr solch ein Unternehmen kaufen? Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Also das ist einfach eine wahnsinnige Euphorie, die wir da haben am Kryptomarkt, und die schafft einfach euphorische Bewertungen. Das ist halt einfach nochmal wie in der Dotcom-Blase damals, ja, wo dann auch irgendwelche Fantasiebewertungen dann aufgerufen worden sind. Und sicher, okay, die verdienen Geld, schön und gut, und ist auch ein anderes Geschäftsmodell mit dem Marktplatz auch schön und gut, und finde auch, dass sie institutionelle Investoren haben. Das ist was sicher für sie spricht. Aber ich bin ja grundsätzlich skeptisch eben dem Kryptomarkt gegenüber und glaube, dass wir da einfach eine absolute Bubble haben momentan. Und damit wird Coinbase hochsteigen, und sie werden genauso, wenn diese Bubble platzt, dann damit verlieren. Und dann wird es alle Kryptowährungen zerlegen. Also ich glaube nicht, dass das ein Crash dann einfach nur auf den Bitcoin oder andere beschränkt ist und dass man dann von einem zum anderen wechselt, sondern dass es da schon sehr großes Bersten geben wird. Also das ist finde ich, ein großes Risiko, dass es da gibt, dass man hier wirklich zu euphorische Bewertungen jetzt bezahlt und alle eben ihre Bitcoin-Zeichen in den Augen haben und da unbedingt mit rein wollen. Die Gefahr sehe ich. Dann glaube ich einfach, dass auch schon oft zum Thema Krypto hier gesagt, dass die Regulierer auch nicht mehr lange sich diese Kryptowelt so unreguliert anschauen werden, sondern einfach, es gibt immer mehr Stimmen, die in diese Richtung gehen, gerade in den USA von Notenbanken, auch von Finanzministerin Yellen, die einfach da skeptisch sind und selbst aus der Kryptoszene gibt es ja auch immer mehr, die dann befürchten, dass eine stärkere Regulierung kommt. Manche sogar befürchten sogar, dass es zu einem Kryptoverbot kommt, wie früher einem Goldverbot. Ich glaube einfach, dass sich der Staat und die Staaten nicht ihr Währungsmonopol auf Dauer aus der Hand nehmen lassen. In Indien zum Beispiel ist schon, denkt man das, glaube ich, schon an, so ein Verbot von Kryptowährungen, die dann eben den Besitz und den Handel mit Kryptowährungen unter Strafen stellen. Und also das ist ein ganz, ganz großes Risiko, das ich dann sehe. Und dann, was brauche ich dann noch? Einen Kryptomarktplatz. Ja, wenn es hier viel strengere Regulierung gibt, dann wird sehr viel Luft entweichen aus dieser Blase. Dann die Geschichte mit den hohen Margen, die sie haben. Ich denke mal, wenn das nicht einfach nur noch wie in den letzten Monaten und Wochen nach oben schießt und man wirklich ist einfach quasi Brei vom Himmel regnet, sondern wenn die Anstiege zumindest geringer werden, dann werden die Leute auch wieder mehr auf die Margen schauen, auch mehr auf die Gebühren schauen, mehr auf die Handelsspannen achten und gucken, dass sie da auch, wenn sie überhaupt handeln, dann wenigstens preisgünstiger handeln. Und da wird es auch einen viel heftigeren Konkurrenzkampf geben. Und dadurch sind dann auch die Margen von Coinbase bedroht, weil es ist ja jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerk und so ein Burggraben-Geschäftsmodell. Es gibt einfach viele Kryptobörsen, und auch, wie gesagt, in Deutschland zum Beispiel, die Börse Stuttgart mit der Bison-App haben sowas auch aufgestellt, und andere gibt es da, die das anbieten. Und da wird es auch wie im Online-Handel, auch wie beim Aktienhandel, die Online-Broker, die halt auch immer wieder ihre Gebühren senken mussten. So wird es da auch sein. Und da werden die tollen Margen dann auch immer schlechter werden. Auch wenn sie dann trotzdem steigende Umsätze, wird man dann Schwierigkeiten haben, damit seine Gewinne dann auch zu steigern. Und das, glaube ich, sind einfach die großen Gefahren. Deswegen würde ich zu diesen wahnsinnig astronomischen Bewertungen auf keinen Fall einsteigen. Und ich glaube auch, dass sich diese Bewertungshöhe dann auch nicht lange halten lässt. Deswegen würde ich jetzt mal die Wette anbieten, dass wir sagen, bis zum Jahresende werden die 100 Milliarden Dollar Bewertung, wenn sie denn
erreichen, wovon ich fest ausgehe zum Börsenstart, werden die dann wieder passé sein. Okay. Und das würde ich annehmen. Ja. Das würde ich annehmen. Sicherlich, du hast recht, am ersten Handelstag würde ich jetzt auch nicht Haus und Hof auf dieses Ding wetten, sondern da würde ich mit einer Aktie. Ja, wenn du ich eine kaufe Aktie, immer eine Aktie, bin dann dabei und bin zufrieden. Kannst du irgendwann kaufen und dann in die Wand nageln. Dann kannst genau. Deine und dann würde ich halt auch gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde halt, das ist ein Unternehmen, was diesen Netzwerkeffekt in der Kryptowelt hat. Und ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen und da sollte man auf jeden Fall mit dabei sein. Und die Konkurrenz von der Bison-App, ich habe die Bison-App auch. Wie viele Kryptowährungen kannst du handeln? 3, 4? Oder 5 ja, mittlerweile? Das ist, glaub, ist es nicht ich mehr glaube so, schon 5. Ich sind meine, das 5. Ist, aber das ist aber doch, bei dem Ding, aber für den Einsteiger sind doch irgendwie der Einsteiger 3. geht zum Beispiel auf Socios und will irgendwelche Fußball-Dinger kaufen. Und da gibt es auch so eine Währung und die kannst du auf Coinbase. Du kannst jede Kryptowährung, egal wie sie heißt, egal was sie macht, da handeln. Und will ich dann zur Bison-App gehen und gucke da und sage, nee, hat sie leider nicht. Oder gucke ich zu einer nächsten oder gehe dann vielleicht zur Bitcoin.de, wo ich noch irgendwie so im eBay-Prinzip irgendwie, ich überweise dir einen halben Bitcoin und erstmal musst du aber das Geld bei mir aufs Konto machen. Will ich so Kryptowährung handeln? Nee. Und deswegen glaube ich, dass die Konkurrenz nicht so stark ist. Sie sind halt wirklich, und was Regulierung anbetrifft, haben sie wirklich eine der Marktplätze geschaffen, die auch was Regulierung anbetrifft sehr, sehr gut sind. Die wissen selbst um das Risiko, das steht ja auch in dem Prospekt drin. Und deswegen haben sie es auch selbst so gemacht, dass du dich identifizieren musst, dass es gar nicht so viele Punkte gibt, wo du Angriffspunkte hast. Sondern es ist alles ganz klar, wer da mitmacht, was die Leute und so weiter. Insofern kannst du schon mal steuerlich das Ganze nicht vorbeigehen und so weiter. Klar, wenn jemand jetzt alle Kryptowährungen verbieten würde, das ist ein Risiko, aber wenn was 2 Billionen Dollar groß ist, der Kryptomarkt, dann ist es zu groß, um zu verbieten. Und ich glaube nicht mehr, dass du das Ding jetzt komplett verbieten kannst. Das kannst du vergessen. Ich glaube wirklich nicht dran. Dafür ist es zu spät. Da hätte man früher einschreiten müssen. Das ist so, wie wenn du anfängst als Uber und machst erstmal irgendwie eine Flotte auf und dann kannst du zwar noch irgendwie sagen, ja, du musst deine Fahrer einstellen, aber ganz verbieten wirst du es nicht mehr. Und genau das Prinzip hast du auch bei Kryptowährungen. Du kannst versuchen, ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen, aber du kriegst diese Kryptosachen nicht wieder aus der Welt. Insofern glaube ich, das Risiko, dass es komplett verboten wird, halte ich für überschaubar. Gut, dann würde ich sagen, die Argumente sind ausgetauscht. Das stimmt. Ja. Wetter steht auch zu dem Thema. Ja. Also, wie gesagt, ich werde da vorsichtig. Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt noch unsere Hoodies über, machen noch ein paar Bilder und dann stellen wir die auch bei Instagram, damit ihr schon mal sehen könnt, wie toll die aussehen. Und wir überlegen uns für nächste Woche was, wie wir diese 3 Dinger verlosen. Ich bin noch nicht so richtig. Eine kleine Aufgabe. Müssen wir überlegen, was wir. Muss ich die Treue des Hörers dann auch irgendwie muss die erweist, Treue. Es muss irgendwie was mit Treue zu tun haben. Es hat mir ja schon jemand geschrieben. Letzte Woche wollte mir beweisen, dass er jede Folge gehört hat und hat mir dann irgendeinen Auszug aus seiner Spotify-Liste geschickt. Aber ich meine, da kann ich natürlich irgendeinen Auszug machen. Ich bin mir nicht sicher. Man müsste vielleicht so ein Quiz machen, wo er sagt, was war Folge 20 der Bulle vom Defner oder so. Ja, vielleicht sowas. Alle, dann kann ja alles nochmal nachhören in den Annalen. Es ist eine gute Frage. Ja. Ich müsste es irgendwas nochmal einfallen lassen. Oder was war bei Folge 85 der Schlachtruf zum ETF-Einstieg? Oder irgend sowas. Wir überlegen uns noch irgendwas. Wir überlegen uns was. Auf jeden Fall ist ein neues Zeitalter angebrochen und niemand kann mehr sagen, ja, ihm wird wegen Death Lord Shape jetzt kalt, sondern jetzt hat man auch was zum Anziehen. Ach so, das Hoodie-Zeitalter. Ja, das Hoodie-Zeitalter. Nach dem Krypto-Zeitalter, ja. Ja, und auch mit Kapuze und es sieht wirklich hip aus und blau und wie schön. Und wer in der Krypto-Szene irgendwann entdeckt, dass der Kaiser ja gar keine Kleider anhat, ja. Der kann auch bestellen. Ja, der kann dann unseren Hoodie anziehen, ja. Wunderschön, ja. Ach, jetzt zum Schluss taut der Defner nochmal auf. Ah, das ist gut. Raus, ja. Gut, dann sagen wir, wie immer, tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.